Schön, dass du hier bist, lieber Janis. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, prima. Ich freue mich riesig, dass du uns das Interview geben möchtest. Ich möchte heute mit dir über dein Unternehmen sprechen, was Aho heißt und nicht Au, 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 obwohl ich mir das so merke. Ja, möchte gerne wissen, was ihr euch da habt einfallen lassen und was euer Unternehmen so außergewöhnlich sein lässt. Ja, bei Aho machen wir ganz viele Produkte aus Sprossen und gekeimten Saaten. Das ist was sehr Besonderes, denn durch diesen Keimprozess ist eine extreme Aufwertung passiert von Saaten, Getreide, Hülsenfrüchten und so weiter, weil ganz viele Vitamine explodieren und wirklich sich potenzieren und Antinährstoffe abgebaut werden. Und wir machen eben aus diesen Keimlingen und Sprossen Produkte wie Mehl, Reis, Haferflocken, Müsli, und so weiter, also richtige Grundnahrungsmittel, die aber viel, viel nährstoffreicher sind als jetzt irgendwie normales Weißmehl oder Vollkornmehl. Ja, ich bin schon in den Genuss gekommen eures Keimmehls. Und ich muss sagen, also hier sagt man eigentlich so, dass es Ähnliche sacht entlief. Das heißt, das ist unheimlich gut bekömmlich und man ist richtig satt. Man ist richtig satt, so von nur einem kleinen Stückchen. Ja, man braucht gar nicht so viel davon essen und der Sättigungsgrad hält sehr lange an. Ja, also du hast vom Sprossenmehl geredet. Das ist so bekömmlich, weil wir auf ganz, ganz viele Dinge achten in der Produktion. Also zum Ersten ist es aus einem Urgetreide, was unverzüchtet ist und weniger als 0,01% Weizeneinkreuzung hat. Das heißt einfach, dass dieses Gras nie verzüchtet wurde von Menschen hin zu mehr Ertrag, größere Körner und so weiter, ne, bessere Backeigenschaften und so. Und da in diesem modernen Getreide ziemlich viel passiert ist, warum wir es nicht mehr so gut vertragen, haben wir gesagt, okay, wir wollen wirklich auf die Ursorten zurückgreifen, die eine andere Aminosäurenstruktur haben und wo viele Stoffe, vor allem das Gluten, viel besser verträglich ist. So, das machen wir mit einem regionalen Biobauern hier vor Ort. Und dann nehmen wir das Ganze und entspelzen und reinigen und trocknen dies viel schonender als jedes herkömmliche Biogetreide, damit die Keimfähigkeit erhalten bleibt. Denn wir machen ja daraus Keimlinge. Und das passiert nämlich als nächstes. Wir weichen das Urgetreide in Wasser ein und dann wird es 60 Stunden gekeimt. Also das fängt wieder an zu wachsen. Und in diesem Wachstumsprozess explodieren die Vitamine und es werden Antinährstoffe, die die Verdauung hemmen, abgebaut, also reduziert. Nach diesen 60 Stunden wird das ganze Getreide, das Urgetreide, was schon gekeimt ist, getrocknet. Und das wird schon getrocknet. Das heißt für uns unter 40 Grad. Das ist nie über 40 Grad erhitzt und somit bleibt eben auch die Enzymaktivität möglichst lange erhalten, welche 125 Mal höher ist durch den Keimprozess. Und dann wird dieses getrocknete, gekeimte Urgetreide in einer Steinmühle vermahlen. Und das ist also ein Prozess, der ist nicht so wie sonst bei Mehl, dass das richtig zerfetzt wird, sondern das wird eben in der Steinmühle traditionell gemahlen und das ist viel schonender, weil dann eben die Fettsäuren nicht austreten und das Ganze nicht so stark oxidiert. Und das ist das Aho-Sprossenmehl. Da steckt also viel Arbeit hinter. Und am Ende, was man merkt, ist, okay, man kann damit Pizzaböden machen, man kann damit Chapatis machen oder was backen. Das funktioniert relativ ähnlich wie Weiß- oder Vollkornmehl, braucht nur ein bisschen weniger Wasser und ist aber eben nicht so schwer im Bauch, macht ein leichteres Gefühl und schneller satt. Und man fühlt sich energiereicher, das darf ich aus eigener Erfahrung sagen. Auf jeden Fall, da passieren ja eben viele Sachen. Also 125 immer mehr Enzymaktivität oder besondere Stoffe wie das Spermidin, was eben die Autophagie auch mit auslöst, ähnlich wie der Fastenprozess. Das heißt so quasi eine
Zellerneuerung. Das ist 7-mal höher als in dem gleichen Ursprungsurgetreide. Also wir haben auch Tests gemacht, ne? Da haben wir unser regionales Urgetreide eingeschickt ins Labor und unser gekeimtes Urgetreide, also genau das gleiche, nur in gekeimt. Und da hatten wir dann zum Beispiel 7-mal mehr Spermidin drin. Also da passiert einfach extrem viel. Und wenn man sich vorstellt, okay, man kriegt das 7-fache von manchen Stoffen, aber für die gleiche Kalorien, dann ist das natürlich extrem energetisierend. Oh, man tut also auch noch was für seine Figur. Das wusste ich noch gar nicht. Das freut mich jetzt persönlich natürlich sehr. Das, woran es mich erinnert, von dem Herstellungsprozess her, ist ja das, das so klingt wie das Erzähnerbrot. Ja. Und du hast mir erzählt, genau. Ihr habt das auch in eurer Produktvielfalt. Und wie stellt ihr das her? Ist das genau derselbe Prozess oder funktioniert das noch anders? Also wir stellen das Essener-Brot her, richtig? Es gibt ja das Essener-Friedensevangelium, wo drin steht, wie dieses Brot hergestellt wird, mit der Hilfe der 4 Elemente. Und es ist inspiriert davon. Einen Moment, ich mache meine Kamera wieder an. Ich weiß auch nicht, warum die mal ausgeht. Genau. Also unser Sprossenmehl ist aus einem Urgetreide, das nennt sich Oberkulmer Rotkorn. Für das Essener Brot nutzen wir ein Urgetreide, das nennt sich Emma. Ja. Und das liegt einfach daran, dass das aus diesem kulturellen Raum kommt, wo auch die Essener-Schriften ja, ihren Platz haben. Das ist ein sehr altes Urgetreide. Und das machen wir eben damit. Also es wird auch gekeimt, dann auch schon getrocknet, auch in der Steinmühle gemahlen. Und was wir dann aber machen, ist, dass wir das zusammen mit ein paar anderen Saaten noch, also zum Beispiel gekeimten Buchweizen etc., zu einem Brei machen. Und diesen Brei streichen wir flach aus. Und dieses flach ausgestrichene, ja, das trocknen wir dann auch wieder unter 40 Grad. Und daraus entstehen eben so eine Art traditionelle Flachbrote. Es erinnert vielleicht so an ein etwas festeres Knäckebrot. Und das ist quasi das Essener-Brot, was wir haben. Das ist, genau, das gibt es bei uns auch, ja. Ja, super. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich bei euch bestelle. Und vielleicht möchte der eine oder andere ja auch gerne bei euch bestellen. Wie kann man das am besten tun? Ja, das ist sehr einfach. Man kann einfach www.aho.bio eingeben und dann ist man in unserem Online-Shop. Und da kann man sich alle unsere Produkte angucken, die wir aus Sprossen machen und aus gekeimtem Urgetreide. Und du hast ja auch einen 10% Gutscheincode für dich. Das heißt, wenn man deine Arbeit unterstützen mag und ein bisschen sparen will dabei, dann kann man diesen Gutschein nutzen. Korrigiere mich, aber ich glaube, Landsitzliebe ist der Gutschein, ne? Ja, merkt euch das alle. Mein Gutscheinwort ist Landsitzliebe. Und damit bekommt ihr 10% bei Aho. Lieber Janis. Magst du mir jetzt einmal noch verraten, wofür AHO steht? Ja, kann ich gerne machen. Also AHO ist ein Wort aus einer indigenen Sprache Lateinamerikas. Also ich habe lange in Lateinamerika auch gelebt, war da 3 Jahre auf einer Vulkaninsel in einem Süßwassersee in Mittelamerika. Und die Traditionen, die da herkommen, da setzt man sich oft in Redekreise. Mit seiner Community, mit seinen Leuten und bespricht Dinge. Und das, die Redekultur, also diese Redekreiskultur ist dort so, dass ich mache meine Kamera wieder an, dass einer spricht und die anderen hören zu. Genau, in Lateinamerika ist es so, dass die Kultur in diesem Redekreis so ist, dass einer spricht und die anderen hören zu. Und wenn diese Person fertig ist, dann endet sie alles mit Aho und der Kreis antwortet auch Aho zusammen. Und das heißt sowas wie, wir haben dich gehört, so
bejahende Zustimmung und dann geht es weiter. Das heißt, man hört einander zu und man gibt dann auch eine Bestätigung danach. Und wir fanden das ein sehr schönes Wort für unser Unternehmen, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten auch 100% so zustimmen und bewusst Ja sagen können zu all den Werten, die wir in dieses Unternehmen stecken möchten. Und dann haben wir gesagt, wir nennen dieses Startup eben Aho. Ja, klasse, klasse. Man kennt ja genau dieses Vorgehen auch von den früheren Zinkplätzen, die es deutschlandweit gab. Und da gab man dann statt Aho den Stab weiter. Da gab es einen Redestab. Das finde ich ja ganz klasse, diese Schnittmenge von Deutschland zu Lateinamerika. Ja. Ja, darf ich dich zu Lateinamerika vielleicht auch noch mal zu einem Interview einladen? Mich interessiert es sehr, wie du dort gelebt hast. Können wir gerne machen. Ja, prima. Dann möchte ich dich erstmal aus diesem Interview entlassen und freue mich darauf, dich wieder einladen zu dürfen hier in Arnisfeld und hoffe, unsere Zuschauer haben so einen Einblick bekommen können in euer gar nicht so kleines Unternehmen mit 23 Mitarbeitern. Herzlichen Dank, Janis, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Mach's gut.